Ungleich schwieriger ist für den Reporter der Interviewtermin bei Reichsorganisationsleiter Robert Ley. Der verheddert sich nämlich im eigenen Wortgestrüpp. Unwillkürlich wirkt so das Propagandainstrument Fernsehen entlarvend. Wenn auch nur für ein paar tausend Zuschauer. Wenn Sie mich fragen, was wird, so ist das genauso, als wenn Sie ein Samenkorn fragen, was aus ihm wird. Nichts. Die Arbeit geht weiter. Das ist mal klar, nicht wahr? Wir werden uns nicht auf unseren alten Teil zurückziehen, auch keinen Glaubenkranz ums Haupt winden. Die Arbeit geht weiter. Aber ich möchte noch mehr sagen, das ganze Gebilde wächst und das ganze Werk wächst. Es ist alles erst ein Anfang im Beginn. Es war ja doch einmal nötig, dem Volke diesen Gedanken in die Tat umzusetzen, in seine Seele hineinzubringen, ihm klarzumachen, dass der Begriff an sich ein weltanschaulicher war, dass es sich nicht hier um ein Reisebüro irgendeiner Art handelt oder um eine Kulturinstitution irgendeiner Art, sondern dass es sich hier um einen nationalsozialistischen Begriff handelt. Das war es. Der im Volksmund als Reichstrunkenbold verspottete Ley scheint auch in diesem Interview seinem Namen alle Ehre gemacht zu haben. Und selbst Reporter Janneke kann sich bei dessen Ausführungen über die Ursprünge des Kraft durch Freude-Programms der Deutschen Arbeitsfront das Lachen nur schwer verkneifen. Freude vermitteln. Einmal ist ja jedem bekannteste Deutsche gerne Reis. Das ist seit Urgedenken so. Wikinger und Hansengeist ist nichts anderes als der deutsche Reisegeist und Reiselust. Hm. Gibt man dem Deutschen Möglichkeit zu reisen, so hat er fast alles schon damit. Das war der erste Punkt, auf den ich kam.